Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Thema, zu dem mich sehr viele Fragen erreichen und zu dem auch sehr viel Unsicherheit herrscht, und zwar Öle, genauer gesagt pflanzliche Speiseöle. Ich werde immer wieder gefragt, sind sie jetzt gesund oder sind sie ungesund? Welche kann man guten Gewissens erhitzen? Welches Öl kann man wofür verwenden oder sollten wir Öle lieber komplett meiden? Und ich versuche euch in diesem Video so die wichtigsten Fragen verständlich zu beantworten. Gehe auf die gängigsten Speiseöle, die so am häufigsten in Deutschland benutzt werden, ein, erkläre euch, was da die Unterschiede sind, welche Öle ihr lieber meiden solltet, welche Öle, also pflanzliche Speiseöle, man wofür verwenden kann, und außerdem verrate ich euch, ob Speiseöle in meiner gesunden veganen Küche zum Einsatz kommen und wenn ja, wie. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt gerne nach, um kein Video dieser Art mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Und bevor ich auf die Pflanzenöle eingehe, vielleicht noch mal ein, zwei generelle Sätze zum Thema Nahrungsfette, weil Fette ja gern mal verteufelt werden als ungesund und Dickmacher und so weiter, und dem ist auf keinen Fall so. Also Fette sind neben Kohlenhydraten und Proteinen einer der drei Makronährstoffe, und Fette haben sehr, sehr wichtige Aufgaben in unserem Körper. Also sie sind unter anderem wichtiger Energiespeicher und Lieferant. Sie ermöglichen uns die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, was ohne die Zufuhr von Fetten überhaupt gar nicht möglich wäre. Sie versorgen uns mit essentiellen Fettsäuren, die wir über die Nahrung aufnehmen müssen, weil unser Körper sie nicht selbst herstellen kann, und sind Baustoffe, wichtige Hormone und so weiter und so fort. Also Nahrungsfett sollte genauso wenig pauschal verteufelt werden wie Kohlenhydrate oder so. Es gibt aber Unterschiede, und wichtig ist, dass wir eben auf die richtigen Fettquellen zugreifen, genauso wie das bei Kohlenhydraten der Fall ist. Und dass wir auch die richtige Menge aufnehmen. Also nicht zu wenig und auch nicht zu viel. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfehlen so um die 15 bis maximal 30% Fetten aus der täglich aufgenommenen Gesamtkalorienzufuhr zu sich zu nehmen. Fette kommen in fast jedem Lebensmittel vor, genauso wie die anderen Makronährstoffe, also Kohlenhydrate und Proteine, aber eben in unterschiedlichen Konzentrationen. Und die typischen fettreichen pflanzlichen Lebensmittel sind vor allem Nüsse, Ölsaaten und auch Ölfrüchte. Dazu gehören zum Beispiel Oliven und Avocados. Und im Vergleich zu diesen ganzen, also unverarbeiteten und vollwertigen Lebensmitteln, sind Pflanzenöle alles andere als vollwertig. Also es ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Ich glaube, das ist vielen nicht so wirklich klar, aber bei Speiseölen handelt es sich um nichts anderes als das pure Fett, was eben aus der vollwertigen Lebensmittelquelle extrahiert wurde. Also man nimmt Oliven, was eben die vollwertige Quelle ist, und entzieht ihnen das reine Fett und hat eben Olivenöl. Und bei diesem Verarbeitungsschritt gehen natürlich wertvolle Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe, Mineralien, wasserlösliche Vitamine komplett verloren, und es bleibt eben nicht viel Wertvolles übrig, außer eben Fettsäuren und fettlösliche Vitamine. Und vor allem auch Kalorien. Also Fette sind sowieso der energiereichste Makronährstoff, und Pflanzenöle sind sogar noch kalorienreicher, weil da eben die anderen Makronährstoffe komplett fehlen. Also eben die Proteine und die Kohlenhydrate inklusive eben der Ballaststoffe. Ich sag's immer wieder gern, je vollwertiger die Ernährung gestaltet ist, desto besser und desto gesünder ist sie. Und deswegen gehören jetzt Pflanzenöle nicht unbedingt auf einen gesunden veganen Ernährungsplan. Ich würde euch immer raten, die vollwertige Fettquelle zu bevorzugen, also Leinsamen, Walnüsse, Sonnenblumenkerne statt jetzt Leinöl, Walnussöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Und wenn ihr Pflanzenöle verwendet, dann wirklich nur in Maßen. Und nochmal kurzen Satz zu meinem Ziel mit diesem Video, weil ich einfach in letzter Zeit festgestellt habe, dass bei diesen Ernährungsvideos vor allem, und vor allem auch wenn es um die vegane Ernährung geht, sehr gerne mal was falsch verstanden wird. Mein Ziel mit dem Ganzen hier ist natürlich nicht, Speiseöle zu promoten, sondern denen, die eben noch Speiseöle zu Hause verwenden, Tipps mit an die Hand zu geben, wie sie ihren Ölkonsum reduzieren können, und wenn sie Speiseöle verwenden, dass sie eben auf die richtigen Öle zurückgreifen. Ich könnte jetzt genauso gut sagen, Pflanzenöl ist ein verarbeitetes Lebensmittel, solltet ihr nicht essen. Genauso wie Zucker ein verarbeitetes Lebensmittel ist, was ihr nicht essen solltet.
Aber die wenigsten von uns leben 100% zuckerfrei, 100% ölfrei. Jeder ist, was die Ernährung angeht, an einer unterschiedlichen Stelle. Ich möchte euch einfach da abholen, wo ihr seid. Ich möchte euch Tipps mit an die Hand geben, die euch was bringen, die auch in eurem Alltag praktikabel sind. Und für die einen ist es vielleicht super easy, hier zuzuhören und zu sagen, okay, ich lebe ab jetzt 100% ölfrei, und andere sind vielleicht erstmal total sprachlos und wissen gar nicht, wie sie das überhaupt anstellen sollen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach kurz auf die Unterschiede eingehen. Ich finde nämlich, dass das Thema Pflanzenöle differenziert betrachtet werden sollte, weil es wirklich auch Unterschiede gibt. Und man kann jetzt nicht ein hochwertiges, Omega-3-reiches Leinöl mit gehärteten Fetten wie Margarine oder so vergleichen. Und auf diese Unterschiede möchte ich jetzt einfach eingehen, so dass ihr, falls ihr eben noch Pflanzenöle verwendet, da die richtige Wahl treffen könnt. Es gibt bei Speiseölen unterschiedliche Herstellungsverfahren, die sich auf die Qualität des Öls auswirken. Und ich sage euch jetzt einfach mal so ein paar Stichpunkte, die ein gutes Öl ausmachen. Und zwar sollte es zuallererst kalt gepresst sein, denn je weniger verarbeitet, desto besser, und bei der Kaltpressung wird einfach nur das Rohmaterial, also Fruchtfleisch jetzt von Oliven oder eben die Samen, kalt gepresst, wie der Name schon sagt, und im zweiten Schritt dann gereinigt durch Filtrieren, Sedimentieren oder so. Und je weniger verarbeitet, desto mehr wertvolle Inhaltsstoffe sind eben noch enthalten. Und deswegen solltet ihr ein kalt gepresstes oder auch natives Öl immer einem raffinierten Öl vorziehen, weil bei der Raffinierung einfach noch viel mehr Verarbeitungsschritte dazugehören, wodurch eben noch viel, viel mehr Inhaltsstoffe, die wertvoll sind, verloren gehen. Außerdem können dann im Anschluss bei der Reinigung noch unerwünschte Stoffe in das Öl gelangen, und deswegen ist kaltgepresst nativ immer besser als raffiniert. Außerdem sollte es ein Bioöl sein, wenn möglich, damit eben keine Pestizide enthalten sind, was eurer Gesundheit zugutekommt, aber natürlich auch der Umwelt. Also zusammengefasst ist so das hochwertigste Öl ein kaltgepresstes, natives Bio-Speiseöl oder Pflanzenöl. Und was ihr möglichst meiden solltet, was jetzt nicht für den alltäglichen Gebrauch empfehlenswert ist, sind gehärtete Fette, wie zum Beispiel pflanzliche Margarine oder Margarine im Allgemeinen. Weil bei Margarine handelt es sich einfach nur um ein raffiniertes Speiseöl, was chemisch einfach so verändert wurde, dass es in seiner Konsistenz fester und eben streichfähiger wurde oder wird. Und es ist einfach ein hochverarbeitetes Produkt, was jetzt im Alltag nicht unbedingt empfehlenswert ist. Und was die Nährstoffe angeht, sind die Öle am besten, die ein gutes Verhältnis der essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3 haben. Warum da das Verhältnis so wichtig ist, habe ich in einem ausführlichen Blogbeitrag wirklich verständlich und im Detail erklärt. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich glaube, das würde jetzt einfach hier den Rahmen des Videos sprengen. Aber solche Öle, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sind eben wenigstens noch eine gute Quelle der Fettsäuren. Und wichtig zu wissen ist, dass je mehr mehrfach ungesättigte Fettsäuren so ein Öl hat, desto hitzelabiler ist es und desto schneller kann es oxidieren und eben auch ranzig werden. Deswegen würde ich euch empfehlen, solche hochwertigen Öle immer nur in kleinen, dunklen Flaschen zu kaufen und kühl, also im Kühlschrank zu lagern. So, das war jetzt sehr, sehr viel Theorie. Jetzt wird's konkret. Ich werde jetzt auf so ein paar gängige Speiseöle eingehen, euch erklären, warum einige aus meiner Sicht nicht unbedingt empfehlenswert sind, zumindest nicht für den alltäglichen Gebrauch, und welche aus meiner Sicht ja die bessere Wahl sind. Und ich fange mal mit denen an, die jetzt nicht unbedingt für den alltäglichen Verzehr geeignet sind. Und das sind die Öle, die sehr, sehr reich an Omega-6 sind, aber nur Spuren von Omega-3 enthalten. Und das führt eben dazu, dass wir sehr viel Omega-6 aufnehmen, was wiederum die Aufnahme von Omega-3 hindert. Auf das Thema werde ich jetzt nicht weiter im Detail eingehen. Wie gesagt, ist der Blogbeitrag unten verlinkt. Und zu diesen Ölen gehören vor allem Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kürbiskernöl und auch Traubenkernöl. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, ich verlinke euch auch gerne nochmal unten einen Beitrag auf meinem Blog zum Thema Pflanzenöle, wo das alles nochmal übersichtlich aufgelistet ist. Empfehlenswerte Öle mit einem idealen Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 sind unter anderem Leinöl, Walnussöl und auch kaltgepresstes, natives Rapsöl.
Kokosöl. Wie vorhin gesagt, sind diese Öle reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sehr hitzelabil. Das heißt, die solltet ihr auf keinen Fall erhitzen. Diese Öle wirklich nur in der kalten Küche, also in Salaten und so weiter verwenden. Und vollwertige Quellen mit einem perfekten Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 wären eben sowas wie geschrotete Leinsamen, Walnüsse, Chiasamen und so weiter. Und für wen es aber nicht praktikabel ist, sich jetzt täglich ein paar Leinsamen frisch zu schroten, ins Müsli zu tun und so weiter, der sollte einfach auf ein hochwertiges, kaltgepresstes Leinöl zurückgreifen. Mit ein, zwei Teelöffeln könnt ihr da eure Omega-3-Aufnahme verbessern, statt jetzt auf irgendein minderwertiges Öl zurückzugreifen. Also ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vollwertig ist immer besser, aber lieber ein hochwertiges Öl als irgendein Schrott. Wenn ihr auf der Suche nach einem Pflanzenöl seid, was ihr auch erhitzen könnt, ein kurzer Hinweis, ihr solltet bei nicht allzu hohen Temperaturen erhitzen, weil natürlich beim zu starken Erhitzen auch wertvolle Inhaltsstoffe aus den Lebensmitteln verloren gehen. Deswegen solltet ihr lieber nur schonend garen oder dünsten oder vielleicht leicht anbraten und bei nicht allzu hohen Temperaturen backen, als jetzt Gemüse scharf anzubraten oder so. Und zum leichten Erhitzen, also bis ungefähr 160 Grad, das ist je nach Öl natürlich auch nochmal unterschiedlich, könnt ihr Olivenöl nehmen oder je nach Herstellung auch Rapsöl. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr Öl kauft, immer aufs Produktetikett, denn es gibt innerhalb der Öle ganz, ganz viele Unterschiede und auf dem Etikett steht dann meistens, ob es nur für die kalte Küche verwendet werden sollte oder ob es eben auch erhitzt werden kann und wenn ja, bis zu welchen Temperaturen. Warum einige Öle besser zum Erhitzen geeignet sind als andere, hat was mit dem Rauchpunkt zu tun. Das ist die niedrigste Temperatur, bei der beim Erhitzen eben eine Rauchentwicklung entsteht. Und wenn ein Öl anfängt zu rauchen, dann entstehen dabei giftige Substanzen. Und deswegen ist wirklich nicht jedes Öl zum Erhitzen geeignet. Wie gesagt, solltet ihr jetzt nicht unbedingt scharf anbraten, frittieren und so weiter, zumindest nicht im Alltag. Falls ihr das mal macht und dafür Öl verwenden möchtet, dann eignen sich High Oleic Sonnenblumenöl. Das ist kein normales Sonnenblumenöl, sondern ein Sonnenblumenöl reich an Ölsäure und hat deswegen einen hohen Rauchpunkt. Das steht aber auch immer mit auf dem Etikett, also hier nochmal der Hinweis, immer hinten nachlesen. Oder auch Kokosfett oder Kokosöl, das hat auch einen hohen Rauchpunkt, einfach wegen dem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Und genau aus diesem Grund sollte man es aber eben nicht regelmäßig verwenden. Ich persönlich verwende überhaupt kein Öl mehr zum Kochen, also ich greife wirklich auf die vollwertigen Fettquellen zurück. Morgens nutze ich gerne Leinsamen, schrote die mir und gebe sie dann einfach mit ins Müsli oder in den Smoothie, die Smoothie Bowl und so weiter. Ich bin ein Riesenfan von Kernen im Salat, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und so weiter. Das ist lecker, das gibt eine knackige Konsistenz und so kann man einfach gute Fettquellen ja in seine Ernährung super einfach integrieren. Zum Anbraten verwende ich überhaupt kein Öl mehr, weil es meiner Meinung nach total überflüssig ist und ich rausgefunden habe, dass es genauso easy und genauso lecker ist, wenn ich einfach mit einem Schluck Wasser oder höchstens mal einen Schluck Gemüsebrühe anbrate. Und das Einzige, wo Öl bei mir in meiner gesunden veganen Küche zum Einsatz kommt, ist gelegentlich, damit meine ich wirklich jetzt alles halbe Jahr mal einen Teelöffel Kokosöl oder so. Und jetzt bitte nicht aufschreien, ich kenne die Kokosöl-Debatte, aber das mal gelegentlich zu nutzen, ist, glaube ich, kein Weltuntergang. Und ja, ölfrei oder überwiegend ölfrei zu kochen, ist wirklich einfach. Probiert es einfach aus. Es ist bei mir auch eine Entwicklung gewesen, genauso wie das bei der Entwicklung von vegetarisch auf vegan war oder von vegan auf vollwertig pflanzlich. Es ist für jeden eine Entwicklung und ihr könnt ja auch nach und nach umstellen. Findet Alternativen für Salatdressings, zum Backen, zum Anbraten und so weiter und macht es in eurem Tempo. Es ist wirklich einfacher als gedacht und meiner Meinung nach auch keinen Weltuntergang, wenn man mal einen Teelöffel Öl in den Salat gibt. Aber dann lieber ein hochwertiges, kaltgepresstes Leinöl als eine halbe Tasse Sonnenblumenöl oder so.
Ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für euch. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema steht. Lebt ihr komplett oder kocht ihr komplett ölfrei oder verwendet ihr Pflanzenöle in eurer Küche? Wenn ja, wann, wie, welche und so weiter. Falls ihr noch Fragen zum Thema habt, schaut auch gerne in den Artikel zum Thema Pflanzenöle, den ich euch unten verlinkt habe, oder stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit, ihr Lieben, und ich freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal.